Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meerwasser Live TV. Genau, wir sind zurück im Studio und jetzt geht's los und zwar mit unserem Anfängerguide. Ja. Was ist der Anfängerguide? Wer bist du eigentlich? Ich bin Christian. Und du? ich weiß nicht, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Ratet. Ich bin der Björn. Okay. Genau. genau. Es war immer dumm. Ja. Anfängerguide. Genau. Also ihr habt uns immer mal angeschrieben in der Vergangenheit, hier macht doch mal ein paar Videos, wie wir so ein Becken starten von null, von A bis Z. Ja, ja. Und jetzt ist es soweit. Wir haben ein neues Becken gestartet, nämlich den Meerwasser Live Show Tank. Komplett neu aufgebaut und wir waren natürlich fleißig und haben so gut wie jeden Schritt mit der Kamera festgehalten und gefilmt. Und das Ganze packen wir für euch jetzt in eine riesig große Eine Mega-Serie. Eine Mega-Serie. Ja, ja. Genau. Also die wird sicherlich auch länger als über ein Jahr gehen. Also das wird ein richtig fettes Ding. Und wir fangen wirklich bei Null an. Nämlich, wir haben uns überlegt, wir bauen diese Serie in drei Unterserien quasi auf. Das ist nämlich einmal, sind das die Grundsatzüberlegungen, die Planung und dann eben die Ausführung. Ja, Aufbau, Einrichtung und so. Ja. Deswegen haben wir auch einen Laptop hier stehen, weil wir haben uns schon so ein bisschen einen Fahrplan gemacht, welche Videos wir überhaupt drehen wollen. Und da wir nicht so gut im Merken sind, haben wir uns das jetzt mal hier hingestellt. Ja, im Alter halt, ne? Im Alter. Ja. Was soll ich da sagen mit dem Alter? Du bist hier der Alter. Grundsatzüberlegungen haben wir uns überlegt, zum Beispiel, ist ein Meerwasser-Aquarium überhaupt was für mich? Ja? Genau. Und welchen Typ von Meerwasser-Aquarium würde ich bevorzugen? Kann ich ein Süßwasser-Aquarium einfach in ein Meerwasserbecken umbauen? Solche Geschichten, die werden wir da klären. Statik. Und wenn wir damit fertig sind, dann gehen wir über in die Planung. Und ja, da würde man jetzt denken, ja, das ist Planung, was will man da groß planen? Ja, das ist halt ein Becken so wie jedes andere. Nein, da kann man richtig. Klar. Ich würde mal behaupten, also in der Planung investiert man fast schon mehr Zeit also als in die Ausführung. Also in der Planung kannst du die meisten Fehler machen. Ne? Ja. Also jetzt. Die merkst du dann aber erst in der Ausführung. Ja, ohne Mist, ich habe letztens gerade mit einem geschrieben und der meinte so, ja, er hat jetzt das Aquarium geplant und hat keinen Notüberlauf. Und ich so, ja, warum? Ja, weil mein Aquariumbauer gemeint hat, ich brauche den Notüberlauf nicht. Mhm. Und ich so, ja, wischt der dann auch den Boden trocken, wenn es dann überläuft? Ne? ja, es hat zum Beispiel, ne? Ja. Oder keine Ahnung, ich habe mein Ablaufsystem für 1000 Liter geplant, habe aber 600 Liter Becken. Ne, da werde ich halt in den Systemen, die ich danach fahren will, irgendwann mal, weil ich mich dann besser eingelesen und eingearbeitet habe in das Thema, da werde ich voll beschränkt. Ne? Und wenn ich dann halt so Dinge am Anfang schon beachte, ja, und dann geht's los. Ist dann viel einfacher, also gerade bei so einem Aquarium, das ist ja ein System, ja, das sind so viele Komponenten, die voneinander abhängig sind und wenn ich die nicht berücksichtige, dann habe ich eventuell nicht so schöne Lösungen am Ende. Stell dir mal vor, ne, der Kevin zum Beispiel, ne? Ja. Der hat jetzt eine Rolle Mat gekauft. Ja. 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 Aber wäre das Technikbecken zu klein gewesen, ne, dann wäre der nie reingegangen. Der Kevin? Ja. Nein, das Roller-Markt-Dings okay. Ja, Beispiel. Also bei der Planung machen wir uns wirklich richtig schön mal Gedanken mit euch zusammen, wo man sich so drum kümmern sollte, nämlich zum Beispiel Beckentyp, ja, welcher Beckentyp ist überhaupt was für mich, von der Größe, von der Form, vom Material, offen oder geschlossenes Becken, ist ein Komplettsystem was für mich, ja, wie zum Beispiel die Red Sea Becken da, die alten, die S-Max oder wie sie heißen, ja, oder mache ich lieber was ganz Eigenes, solche Geschichten wollen wir da klären. Ja, aber auch zum Beispiel, wo mache ich mein Wasser, wo lagere ich mein Wasser, also Osmosewasser, und auch ein ganz wichtiger Punkt, habe ich eine Versicherung? Ja. Ne? Also so Kleinigkeiten machen wir uns auch Gedanken. Ja, wenn das Ding dicke Backen macht und ausläuft und ihr, weiß ich, 500 Liter Wasser, also das ist ja nicht nur Wasser, das ist ja Salzwasser. Mhm. Ja, es macht, also als Mieter macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich immer so ein Flex-Ticket von der Lufthansa mal kauft. So One-Way. Ja, so ein One-Way-Flex-Ticket. Ja, ja. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Und immer ein Schließfach mit viel Kohle. Ja. Ja? Gut. Ja, und dann kommen wir natürlich zum Aufbau und zur Einrichtung, was man da beachten muss, wie ihr das Ganze macht. Ja, Thema Verrohrung hatten wir schon mal ein Video. Das werden wir auch von A bis Z nochmal durchkauen. Und dann werden wir am Ende nach langer, langer Zeit eine große Serie haben mit vielen Tutorials und einem Leitfaden von A bis Z, wo ihr sagen könnt, okay, damit starte ich und dann gucke ich mir ein Video nochmal an. Genau. Huh, Christian, viel Arbeit für uns. Aber wird, wir packen es an, oder? Bestimmt sehr, sehr lustig für uns. Das wird doch ganz schön teuer. Wird sehr lustig für uns und mega informativ für euch. Machen wir. Ja. Also, seid gespannt, wenn unsere neue Riesenserie startet. Ja.
Und wir werden berichten. Lass mal eine Wasserprobe zu Triton schicken hier von dem Bier. Ja. Achso, ich muss jetzt eine Urinprobe. Das sah ein bisschen gut und nicht so gut aus. Boah. Nee. Also, schaltet ein. Das wird auf jeden Fall interessant für euch. Und, ach ja, unsere Livecam. Ja. Studio Livecam. Ja. 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 Kommt mal auf die Homepage und mehrwasserlive.de. Mehrwasserlive.de. Komm geht, glaube ich, auch. Ja, Menü plus Backstage Studio Livecam. Genau. Zum Beispiel, da, wenn wir online sind, wenn wir drehen oder arbeiten im Studio, wird jetzt eine Webcam ohne Ton allerdings mitlaufen. Guckt einfach mal rein. Wir haben unter diesem Plus-Button auch noch eine Kategorie Karte, Meerwasserkarte. Auch sehr geil. Da könnt ihr euren Lieblingsshop eintragen. Ihr könnt, wenn ihr irgendwo im Urlaub hinfahrt, ihr besucht jetzt Hamburg und dann gebt einfach die Postleitzahl an und guckt, was im Umkreis so verläden sind. Ne? Natürlich nur die eingetragen sind. Wenn ihr noch einen seht, tragt ihn ein, dann können wir ihn einpflegen. Jo, und vergesst nicht das Wichtigste, nämlich uns einen Daumen zu geben. Ja. Was willst du denn, was hast du jetzt noch? Ja, es gibt doch die Kategorie und in dem Gadgets. Plus. Gadgets. Boah, die Gadgets. 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 Go, go, Gadget. Ja, super geil. Ja, da gibt es so Sachen wie Eiswürfel, mache Dinger da in Fischform. Ja? Mhm. Braucht jeder. Alle möglichen T-Shirts, die wir gefunden haben, auch die wir teilweise in den Shows anhaben, die wir gekauft haben, also nicht unsere eigenen. Dann haben wir auch noch einen Unterpunkt in diesem Plus-Bereich mit Reef Chunky Bücher. Auch mal cool rausgekommen. Das drehst du aber ganz schön hier an der Werbekurbel. Ja. Ja, das ist halt Information. Ne? Information ist alles. Ja. Ja, das ist das Internet. Ja, so sieht's aus. Wir sind raus. Ahoi.